Und diese Geschichte, die dann in den letzten 10, 5, 4, 3, 2, 1 Minuten geschrieben wird, die kann man sich nicht ausdenken. Also, dass Tim als Kapitän dieser Mannschaft nach seiner 6. oder 7. Saison den 3. Aufstieg in der Hand hat, mit dem letzten Wurf nach abgelaufener Spielzeit, alles oder nichts, und ihn dann reinhaut, das sind Geschichten, die kann sich keiner ausdenken. Das gibt's nur im Sport, das gibt's nur im Handball. So, einen wunderschönen guten Abend. Nach einem denkwürdigen Spiel freuen wir uns jetzt zu hören, was die beiden Trainer zu sagen haben am Ende. Endstand 30 zu 34, dieses eine Tor noch in letzter Sekunde. Und deswegen sicher denkbar schwierig für Christian Körmann, den Trainer des Wilhelmshavener V, hier die Worte zu finden. Erstmal Respekt, dass er sich hier trotz dieses Niederschlags der Pressekonferenz stellt. Danke, Chrissy. Und ich möchte auch gleich noch, in dieser Situation will man es vielleicht nicht hören, aber Hut ab vor dieser Leistung heute und auch Hut ab vor der Saisonleistung. Und jetzt, Chrissy, deine Worte zum Spiel. Ja, erstmal hallo. Machen wir so mit zwei Mikrofonen. Jörg und euch natürlich wünsche ich viel Erfolg im kommenden Jahr in der zweiten Liga. Glückwunsch zum Aufstieg. Ich glaube, alle Mannschaften, die heute das entscheidende Spiel hatten, egal ob es jetzt Potsdam ist und Pforzheim ist oder ihr, die es geschafft habt und wir, die hatten auch das Recht, hochzugehen. Und ich glaube, heute die 60 Minuten und auch die 60 Minuten in Wilhelmshaven haben gezeigt, dass hier sehr guter Sport geboten wurde, nervenaufreibend. Ich bin riesig stolz auf meine Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben es heute hier wirklich versucht, haben ein Riesenspiel über 60 Minuten gemacht und natürlich in solchen Spielen flattern auch mal die Nerven. Das hat man auf beiden Seiten gesehen. Auch wenn man von 9 Meter leere Tore wirft und der Ball geht gegen Pfosten. Oder bei uns halt, obwohl man dann neben einem steht, den Ball ins Aus wirft. Das sind halt ein paar Situationen, die geschehen, wenn Riesendruck entsteht. Und ich bin einfach stolz auf die Jungs, was sie heute hier geleistet haben, dass wir in der Region waren, das auch zu schaffen. Am Ende hat es nicht sollen sein. Ich bin kein Mensch, der irgendwie Schuldzuweisungen innerhalb der Mannschaft rumschiebt. Ich bin stolz auf alle, was sie geleistet haben im ganzen Jahr und auch heute in diesem Spiel. Von daher wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder begegnen. Dann in der zweiten Bundesliga. Also wir werden alles daran setzen, stärker hervorzugehen. Und ich habe mal so gesagt oder gehört, dass nur derjenige erfolgreich sein kann, der auch Niederlagen kennt. Und die kennen wir natürlich und werden, denke ich mal, in der nächsten Saison erfolgreich daraus hervorgehen, werden wieder angreifen, die Ärmel hochkrempeln und einen Neustart versuchen Richtung zweiter Bundesliga. Danke. Respekt für diese Worte und da kommt mir direkt, hallo, und da kommt mir direkt ein Spruch unseres Trainers Jörg Lützelberger in den Kopf: Stil ist eben nicht nur das Ende eines Besens. Und deswegen, Jörg, jetzt zu dir. Ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Einfach verrückt. Was geht in dir vor? Wie hast du dieses irre Spiel erlebt? Also dieses? Welches? Das? Okay, ja, der... Guten Abend auch von mir. In der richtigen Reihenfolge auch von mir. Einen riesigen Respekt an Christian und deine Mannschaft, an die ganze Organisation vom WHV.
Niemand kommt umsonst in diesem Modus ins Endspiel. Wir haben uns in beiden Spielen wirklich duelliert. Heute war unglaublich viel dabei. Es war auch, wie ich finde, ein sehr taktisches Spiel. Und wir haben natürlich versucht, taktisch dagegen zu halten, handballerisch dagegen zu halten. Aber wir haben auch gesehen, dass unsere jungen Talente auch ein Stück weit gegen sich selbst und gegen den Kopf gespielt haben, ganz lange in dem Spiel. Und ja, über 120 Minuten bin ich genauso stolz auf meine Spieler, wie Christian das auch auf die Wilhelmshavener Spieler sein kann. Und diese Geschichte, die dann in den letzten 10, 5, 4, 3, 2, 1 Minuten geschrieben wird, die kann man sich nicht ausdenken. Also, dass Tim als Kapitän dieser Mannschaft nach seiner 6. oder 7. Saison den 3. Aufstieg in der Hand hat, mit dem letzten Wurf nach abgelaufener Spielzeit, alles oder nichts, und ihn dann reinhaut, das sind Geschichten, die kann sich keiner ausdenken. Das gibt es nur im Sport, das gibt es nur im Handball. Das ist unglaublich spektakulär, was da auf den Schultern liegt, und dass er dem standhält und nicht nur im letzten Wurf, sondern im gesamten Spiel eine Riesenleistung erbringt, seine Mannschaft ein weiteres Mal mit einer Präzision und Ruhe und Geduld durch diese turbulenten 60 Minuten geführt hat. Ganz großen Respekt, Tim. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist, aber das alleine hat sich schon Applaus verdient. Ja, und nach so einem Spiel wollen wir jetzt natürlich noch wissen, was geht da in dir vor? Du hast schon vor diesem Spiel gesagt, in dieser Woche liegt ganz viel in der Luft, auch Tim, ihr beide. Was liegt jetzt in der Luft? Was sind das für Emotionen? Wie hast du die letzten Minuten erlebt und jetzt auch nach dem Spiel? Nimm uns da ein bisschen mal mit, was in dem Trainer da vorgeht. Ja, meine Aufgabe ist ähnlich wie die von Tim auf dem Feld und bei mir auf der Bank. Wir sind ein bisschen älter als viele Spieler und haben schon ein paar mehr Spiele gespielt und erlebt. Und meine Aufgabe, und das habe ich versucht, ist cool zu bleiben und auf die Dinge Einfluss zu nehmen, auf die du halt dann von der Seite Einfluss nehmen kannst. Ich habe 60 Minuten lang versucht, den 7. Feldspieler irgendwie besser zu verteidigen. Mit 6-0, mit 5-1. Wir haben 3 verschiedene Abwehrsysteme gehabt in dem Spiel. Haben rotiert, haben versucht, wieder schnell zu spielen, die Kräfte zu verteilen. Wilhelmshaven hat nicht nur auf alles eine Antwort gehabt, sondern hat auch ganz viele Fragen gestellt in dem Spiel. Und das war nicht leicht. Und deswegen 60 Minuten purer Fokus und Kampf und Fight und auch Selbstkontrolle. Und im letzten Timeout sage ich zur Mannschaft, ey Jungs, wir haben 4 Minuten und die spielen wir jetzt plus 2. Wir haben das trainiert, wir haben das am Dienstag geübt, solche Situationen. Und wir schaffen das. Aber was dann danach passiert ist, das hast du als Trainer auch nicht unter Kontrolle. Dann stehst du da, beobachtest das und dann kommst du zu dieser Situation, der Ball geht rein und dann sind 11 Monate Arbeit eben alles oder nichts. Und heute war es alles und das ist Sport. Das sind Geschichten, die nur der Sport schreibt. Pures Glück und jetzt fällt alles ab und jetzt habe ich keine Aufgabe mehr heute außer diese PK und lass mich treiben, genieß den Abend, genieß die Zeit mit den Jungs, freue mich auf die Gespräche und bedanke mich bei allen Zuschauern, bedanke mich beim WHV für ein denkwürdiges Match in Wilhelmshaven und hier. Wünsche euch alles Gute von Herzen, gute Heimfahrt und ja, vielen, vielen Dank.